Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von New World. Wir sind wieder hier in Nihards Anker. Hier waren wir schon mal und haben die beiden Bosse gelegt. Die waren nicht so ganz einfach, aber wir haben das hingekriegt. Und jetzt führt der Weg von Erstes Licht uns wieder hier an den Ort, weil wir ein paar Quests erledigen müssen. So, wir sollen Piratenblut hier erbeuten von den Piraten, die wir töten. Und Hinweise vor Ort beschaffen. Auch Beute von den Ankerschusspiraten. So, Beute ist immer gut. So, da haben wir schon die eine Quest erledigt. Das geht relativ zügig. Ui, da ist noch einer. Hab ich nicht mitgekriegt. Auf Innenraum zu kämpfen ist natürlich nicht so cool. Muss ich schon sagen, aber kriegen wir alles hin. So. Dann laufen wir hier nochmal hoch und suchen ein paar Gegner. Jetzt können wir da auch auf das Schiff nochmal rauf. So, drei Schiffskarten haben wir schon, acht brauchen wir. Jo. Das war nicht so geplant. Na gut, machen wir hier unten erstmal weiter. Müssen wir uns dann wieder hochkämpfen. Das ist immer die Gefahr an so einem Stegen, dass man da dann auch mal ja, schnell runterfällt. Fehlt. Erstmal wieder reinkommen hier in den Feuerstab. Wir haben jetzt einige Zeit mit dem Lebensstab gespielt. Ja, und da war das natürlich nur so, dass du nur die schweren oder leichten Angriffe hast und keine Skills, die du noch zusätzlich einsetzen kannst. Bis auf natürlich die Heilung. Meine Güte, was haben die immer für eine Range? Der kommt sogar aus dem Haus heraus. Und sieht uns. Gebietsruf haben wir schon drei verfügbar. Mensch. Haben wir die noch nicht vergeben? Stimmt, wir haben nur den Lebensstab gelevelt, ne? Gebietsrufpunkt haben wir noch nicht gemacht. Ah, hier haben wir noch einen Berserker. Naja. So Leute, eine Schiffskarte brauchen wir noch. Dann haben wir das hier auch erledigt. Da ist sie auch schon, die Schiffskarte. Jetzt haben wir hier noch die Vorräte im Frachtraum des im Dock liegenden Schiffs sollen wir untersuchen. Da sind wir ja direkt richtig hier. Ah ja, war das hier unten? Tatsächlich. Witzig. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ja, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. So, und das war es ja an dieser Stelle. Jetzt müssen wir wieder zurück zu Erstes Licht. Da haben wir einige Quests abzugeben, zwei Stück an der Zahl. Und danach werden wir vielleicht, ich weiß es noch nicht, nach Windkreis schnell reisen. Da haben wir nämlich auch noch zwei Quests abzugeben. Wenn unser Weg nicht vorher wieder nach Königsfels
uns führt. Das werden wir dann sehen. Wieder runterkommen hier vom Schiff. Das nehmen wir natürlich mit. Ein durchnässter Feuerstab. Ein schwarzer Alligator, das ist ein bisschen stärker. Die holen wir uns mal, Leute. Challenge accepted. Boah, das lief doch ganz gut. Jetzt keine Herausforderung, aber mich würde mal interessieren, was es uns jetzt gibt. Ob das auch Leder ist oder irgendwelche Schuppen. Ja, ganz normales Leder. Ja, nun gut. Hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Ja, auf dem Weg nach erstes Licht können wir vielleicht ein paar Wildschweine töten. Bisschen das heute noch üben. So, und unser Gepäck wird langsam wieder voll. Ich denke, die Spur wird uns nochmal nach Königsfels schicken, bevor wir in Windkreis nochmal unser Unwesen treiben. So, und die haben jetzt auch schon so ein bisschen so einen Brenneffekt. Wenn wir die treffen. So, Spurenlese und Häuten auf 44. Das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt können wir aber auch nichts mehr tragen gleich. Mit 249,3 von 250. Alles, was wir jetzt finden, da müssen wir dran vorbeilaufen. Es tut mir sehr leid. Aber vielleicht können wir dann mal gucken, wenn wir im Königsfeld sind, ob wir uns die andere Tasche herstellen. Da kriegen wir dann 100 mehr. Wir haben hier nämlich eine. Ja, da haben wir plus 50 Belastung nur. Ich meine, wir können eine herstellen mit plus 100 Belastung. Da haben wir dann nochmal ein bisschen mehr Puffer. Und man könnte das natürlich auch so aufdröseln. Wenn man mehr tragen kann, macht man im Endeffekt auch mehr Erfahrungspunkte. Denn wir können mehr tragen, mehr Rohstoffe nach Hause bringen, mehr verarbeiten und alles bringt Erfahrungspunkte, Leute. So könnte man auch mal rechnen. Ne, für die Leute, die sagen, oh, bringt doch gar nichts. Doch, ich denke schon. So, wir sind gleich ein erstes Licht. Und wir brauchen auch nicht mehr viel, um unsere Stufe 22 voll zu kriegen. Vielleicht kriegen wir das mit den beiden Quests schon hin, die wir hier abgeben müssen. Ich bin gespannt. Hab ich eigentlich schon mal erzählt, dass es ganz cool wäre, hier Mount zu haben. Mal so ein Pferd oder sowas. Habe ich noch nicht, ne? Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, zwei Schüsse und er ist weg. So muss das sein, Leute. Zack. So, wir können mal gucken nebenbei, wenn wir hier laufen, dass wir ein paar Gebietsrufpunkte vergeben. In Windkreis können wir mal die Handelssteuer verringern. EP kriegen wir sowieso, also EP zu gewinnen, weiß ich nicht, halte ich für total überflüssig. Verringerte Handelssteuer. Du erhältst mehr Fraktionsmarken. Ja, cool. Das ist cool. Wenn wir unsere Fraktionsquest in Königsfels annehmen und dort leveln,
ja, kriegen wir auf jeden Fall schon mal mehr Marken. Und für die Marken wiederum können wir uns ja die Ausrüstung kaufen. Unter anderem nachher sogar lila, ne, wenn wir so den Endrang erreichen. Das dauert natürlich noch, aber... Mann, du hast dir echt Zeit gelassen. Mal sehen, was du entdeckt hast. Verdammten Piraten wollten lossegeln und Eternum verlassen. Wie wollten sie das anstellen? Das würde ich auch gern wissen. Sie wollten sofort bei Rückkehr der Expedition aus den Ruinen von Zarkor die Segel setzen. Das ist ja mal interessant. Unsere Aufseherin organisierte die Expedition. Ich zweifle ernsthaft an den Prioritäten der Aufseherin. Wie finden wir das heraus? Falls Sylvia und die Verräter von Neihat an der Expedition nach Psychor beteiligt waren, könnte sie deshalb fehlgeschlagen sein. Und was ist passiert? Die Expedition kehrte nie zurück. Die Antworten, die wir suchen, liegen also in Zarkor. Die Wächter dort sind gruselig. Aber ich glaube an dich. Finde die Überreste der Expedition und was sie womöglich gesucht hat. Und da sollen wir natürlich hin. Auf der Brücke waren wir schon mal. Ihr erinnert euch. Gut. Geben wir hier nochmal die andere Quest ab. Nach Neiharz und unbeschadet zurück. Du kennst dich im Kampf gut aus. Ich bin dankbar, deine Hilfe zu erhalten. So, und hier kriegen wir noch eine neue Quest. Auf die heute kommt es an. Lass mich raten, da sollen wir bestimmt heute sammeln. So, alles annehmen, was hier ist. Mal unseren Feuerstab hier wegstecken. So, lieber Albert, was hast du für uns? Hallo, junge Seele. Falls du dich wunderst, die Pulverfässer habe ich immer noch im Lager. Werkmeister Kim möchte vor solch schrecklichen Maßnahmen lieber erstmal abwarten. Ja, das könnte das Beste sein. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich hatte eine weitere Erkenntnis, einen neuen Plan. Ich habe schon mit Werkmeister Kim gesprochen. Und wie lautet der Plan? Natürlich, fragst du. Wir bedecken die Mauern der Siedlung mit zähestem Rohleder, verflochten mit dem unzerreißbaren Stoff der Ahnen. Wir brauchen nur Felle aus den Hollerklippen und Stoff von den Wächtern in Zarkor. Was sagst du dazu? Ja, nach Zarkor müssen wir sowieso, das bringen wir dir mit. Na, also... Genau, der Weg führt uns dorthin. Und das machen wir jetzt aber nicht. Wir reisen erstmal nach Königsfeld zurück. Bitten um eine kleine Spende. Ich kann es mir nicht verkneifen, Leute. So, Leute, wir sind wieder in Königsfels. Ja, erste Amtshandlung, ihr kennt das. Wir müssen hier unsere Sachen verstauen. Wir brauchen Platz. Das hilft alles nichts. Unser Lagerplatz geht langsam auch hier an die Grenze. Farbstoffe legen wir auch ab. Munition, Mana-Tränke brauchen wir nicht. Kochkunst können wir ablegen. Ja, bei den Fischen weiß ich jetzt halt nicht. Fleischköder, Asselköder legen wir ab. Hashlongs-Mods legen wir auf jeden Fall ab. Und die Fische könnte sein, dass wir die halt brauchen für die Questabgabe. Fester Lederbrustpanzer, das können wir zerlegen. Okay, der hier wird beim Aufheben gebunden, den können wir aber nicht gebrauchen. Da kommt man direkt weg. Und hier noch einen beim Aufheben gebunden. Gut, dann verkaufen wir die paar Sachen nochmal und dann kümmern wir uns wieder ein bisschen um unsere Berufe hier. Oh, hier gibt es sogar schon ein paar legendäre Sachen. Aber das sind Rohstoffe, die haben wir auch schon gesammelt. Ne, nicht legendär, aber epische haben wir, glaube ich, schon gesammelt. So, wir wollen aber erstmal hier die paar Sachen noch verkaufen, die wir haben. Ja, 11 Taler geht durch.
und ein durchnässter Feuerstab. Ist der besser vielleicht als unsere? Ich guck gerade nochmal. Ist gar nicht drauf geachtet. Nö, der ist nicht besser. Und die Sachen auch nicht. Gut, dann verkaufen wir das erstmal. Und ihr seht schon, unser Goldwert stetig mehr auf jeden Fall. Wo wir angefangen haben, hier Sachen reinzustellen, da lagen wir ungefähr bei ja, 2000, 1800. Und wir mit schon 3300. Natürlich auch durch Questbelohnung, keine Frage. Ja, will ich doch. Okay, irgendwie spinnt er hier gerade ein bisschen rum. Ich wollte halt nicht hier die 6 nehmen, sondern eher die 37 oder 36. Achso, ich habe Caps Lock an. Kein Wunder. Dann springt er weg. Machen wir 36. Ich glaube, der andere ist vielleicht nur wieder so ein Lockpreis, damit man das für den Preis reinstellt und dann... So, 3 Tage. Und das stellen wir auch noch ein für 180. Sehr schön. Haben wir hier noch Quests abzugeben? Haben wir nicht. Aber sicherlich wieder ein paar Berufe zu verarbeiten. Den einen oder anderen. Reiseproviant. Oh, da war jetzt der mittelgroße Hecht dabei. Okay, Leute, ich glaube, wir können das trotzdem abgeben und wenn nicht, dann angeln wir halt nochmal 3 Fische. Ist ja auch nicht das Problem. So, Reiseproviant können wir immer gebrauchen. So, dann können wir sogar 2 herstellen. So, Würstchen haben wir nochmal und Gewürzmischungen. Ein Fleischköder. Und nochmal 2 Gewürzmischungen. Okay, ich glaube, das war's erstmal. Kochkunst 35 sind wir mittlerweile. Das ist ja schon mal was. So, was können wir hier machen? Achso, das war die Werkzeugschmiede hier. Holz haben wir nicht großartig gesammelt, aber ein bisschen Eisen haben wir mal nicht gesammelt. Das können wir mal schmelzen. Ja, das machen wir. Jo, Stufe 22, Leute. Sehr schön. So, ein bisschen Wasser können wir wieder sammeln von den Brunnen hier. Ist auch nie verkehrt, das zu haben. Die vergeben wir gleich, unsere Punkte, die wir jetzt bekommen haben. So, ich würde das Leder noch ganz gerne verarbeiten. Und wir haben eine große Menge Hanf auf jeden Fall auch wieder mitgenommen, dass wir zu Leinen verarbeiten können. Ja, schaut mal hier, 50 Leder, ist doch nicht schlecht. Für die paar Tiere, die wir da erlegt haben auf unseren Reisen. Lederverarbeitung Stufe 50, sehr schön. Grobes Leder und Gerbstoff können wir jetzt herstellen. So, und hier können wir einfach mal 153 Leinen herstellen. Guck mal, es gibt nur noch 2 Stufen hier in der Weberei jetzt.
Und Kreuzstich haben wir auf jeden Fall einiges aufgesammelt. Können wir auch mal ein bisschen leveln jetzt. Ein bisschen Saturn herstellen. Und jetzt haben wir schon hier Stufe 67. Sieht schon anders aus. So, aber noch keine neuen Rezepte bekommen. Wann bekommen wir das denn hier? Keine Ahnung, es dauert wohl noch. Und dann würde ich nochmal gucken, was wir hier herstellen können. Hüte gingen, glaube ich, ganz gut weg, ne? Kann das sein? Ja, wenn wir jetzt aber zu viele davon herstellen, dann ist die Inflation nachher so groß. Geringe Rune des Haltens. Ach, das war die Geschichte. Die ist mega teuer im Fraktionsladen, Leute. Ja, ich weiß nicht. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wir können gleich mal gucken im Auktionshaus, ob es da nicht vielleicht eine Tasche gibt für uns. Eichenhautsalbe. Ja, cool. Die können wir auch mal herstellen. Warum nicht? Alles, was hilft. So, ein Schmuck brauchen wir nicht unbedingt. Standard-Reparaturkiste. Repariert jeden zweiten Gegenstand komplett. Ja, das haben wir schon mal hergestellt. Das war nicht so... Hat sich nicht so gelohnt für uns. Aber ich weiß nicht, sollen wir jetzt wirklich hier unsere Materialien nochmal wieder verbrauchen? Ich würde sagen, wir warten mal erstmal ab. Und... Ich gucke nochmal schnell in dem Handelsposten nach einer Tasche. Weil wir hätten zwar genug Marken, um das in dem Fraktionsladen zu kaufen, aber die möchte ich eigentlich nicht für sowas verschwenden. Das möchte ich ungerne. So, worunter findet man das denn? Kleidung wahrscheinlich. Taschen. Sehr schön. Ja, super teuer natürlich. Munition ohne Ende. Gerberbürde. Verringert das Gewicht von Rohleder, Leder und Häutemessern. Alchemistenbürde. Was tragen wir denn am meisten? Wir tragen alles immer mal, ne? Aber die sind schon sauteuer, wie ihr seht. Wir können das ja mal nach Preisen ordnen. So, 50 Belastung haben wir auch. Das ist ja kein... Okay, die gehen natürlich auch weg hier, ne? Das ist schon nicht schlecht. Boah, ey, aber 600 Taler ist auch eine ganze Menge Geld. Ja, wir lassen das erstmal, Leute. Wir wollen ja auch mal nach und nach jetzt unser Gold zusammenkriegen, damit wir uns auch mal ein Haus leisten können hier. Ja, und wenn wir das Geld jetzt gleich wieder rausholen für eine Tasche, nur damit wir 50 Pfund mehr tragen können. Ja, weiß ich auch nicht, ob das so Sinn macht. So, wir verteilen wieder unsere Punkte. Ja, ich würde ganz gerne auf Intelligenz wieder gehen. Jetzt haben wir hier 30 Konzentrationen schon, das ist schon nicht schlecht. Aber wir wollen ja größtenteils eigentlich Schaden machen mit unserem Feuerstab. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet gerne wieder ein. Lasst mal ein Like oder Kommentar da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und bis zur nächsten Folge.